Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute ein ganz kleines bisschen aufgeregt, aber mega happy, dass ich dieses Video jetzt hier heute abdrehen darf. Denn ich habe für euch eine DM-Challenge in der Frühlingsedition. Deswegen habe ich hier einen bunten Strauß Tulpen stehen, denn Tulpen sind für mich die Frühlingsboten schlechthin. Sobald es die zu kaufen gibt, weiß ich, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich die jetzt hier auch so platzieren, dass ihr während des Videos immer wieder meine schönen Tulpen seht, damit ihr auch ein bisschen Frühlingsstimmung bekommt. Denn die DM-Challenge, wie gesagt, ist eine Frühlingsedition und die mache ich natürlich nicht alleine, die Challenge, sondern mit der lieben Katrin zusammen. Und den Kanal findet ihr hier oben und natürlich auch unten in der Infobox. Und am Ende meines Videos werde ich euch ihr Video hier verlinken, sodass ihr mit einem Klick sofort bei ihr landet, um zu sehen, wie sie die Challenge gemeistert hat. Ja, die Challenge beinhaltet 10 Aufgaben. Jeder von uns hat sich 5 Aufgaben überlegt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, einige Aufgaben waren echt tricky. Also da musste ich wirklich sehr, sehr viel Zeit im DM verbringen, bis ich diese Aufgabe irgendwie gemeistert oder gelöst habe. Aber damit ihr wisst, worum es überhaupt geht, sage ich jetzt einfach mal, los geht's und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe jetzt hier mein Handy zur Hand, denn in meinem Handy stehen die ganzen Aufgaben. Und wir fangen schon an mit der ersten Aufgabe, die da wäre. Kaufe etwas für die Kids oder den, die Liebsten. Gut, das war ja noch eine Aufgabe, die war ja total einfach für mich, dann doppelt einfach, denn ich hatte den Tobias mit, der hatte nämlich schulfrei. Und da habe ich ihm gesagt, pass auf, du darfst jetzt hier durch den DM-Markt laufen und dir ein Teil aussuchen, egal was. Und hat sich dann das hier ausgesucht. Ein Duschgel. Ja, ich hatte dann mal überlegt, gibt es überhaupt irgendwas anderes für Kids im DM-Markt, außer halt etwas zum Waschen? Ich glaube, es gibt auch andere Dinge, aber mein Sohn wollte dieses Duschgel haben, weil da ein Hai drauf ist. Ja, er hat sich also das Balea-Duschgel ausgesucht, welches man auch als Shampoo benutzen kann. Surf Trip duftet nach wilden Monsterwellen. War die erste Aufgabe. Ja, schon mal erledigt. Aufgabe 2 hat mich echt Nerven gekostet. Ein untypisches 2-in-1 Produkt. Ja, ich hatte mir hier zu Hause schon etwas überlegt und hatte auch eine gute Idee, welches Produkt ich da kaufen möchte. Das gab es aber leider im DM-Markt nicht. Entweder noch nicht oder es gibt es gar nicht mehr. Doch, es wird bestimmt irgendwann wieder da sein. Aber jetzt hatten sie es leider noch nicht. Deswegen musste ich dann im DM-Markt rumlaufen und mir etwas überlegen. Und dann hängt mir dann der Kleine die ganze Zeit an meinem Rockzipfel. Wann bist du fertig? Wann können wir nach Hause? Ich habe keine Lust mehr. Und ich soll mir dann halt ein untypisches 2-in-1 Produkt aussuchen oder überlegen. Und irgendwann, nach gefühlten 3 Stunden, ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe mich dann für dieses Produkt hier entschieden, für Vaseline. Ja, Vaseline ist ein Kosmetikprodukt, wie ich finde, weil es sehr gut hilft bei strapazierter Haut zum Beispiel. Ich tue mir das immer auf die Lippen, wenn die sehr trocken und spröde sind. Das finde ich ein sehr gutes Mittel, das funktioniert auch immer super. Aber man kann Vaseline eben auch im Haushalt benutzen und zwar kann man damit sein Cerankochfeld versiegeln. Genau. Also ich sage jetzt versiegeln, das ist dann so ähnlich wie eine Wachsanwendung am Auto, wo dann halt der Schmutz und das Wasser immer so abperlt, dass dann nichts dran kommt. Und das soll die Vaseline eben auch am Cerankochfeld bewirken. Deswegen ist das für mich ein untypisches, ja, 2-in-1 Produkt. Aufgabe Nummer 3, ein Frühlings-Must-Have. Ja, und da gibt es natürlich tausende Dinge. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mein DM-Markt noch nicht so frühlingsbehaftet war. Also es war schon wirklich, also echt etwas schwierig, überhaupt Produkte zu finden. Aber ich habe dann irgendwie eins gefunden. Ich hoffe, das ist vollkommen okay. Ich habe mir nämlich als Frühlings-Must-Have
Rasierklingen gekauft, also Rasierer, einmal Rasierer gekauft, denn ich muss zugeben, ich rasiere mich zwar auch im Winter, aber natürlich nicht so häufig und präzise wie im Frühling oder Sommer. Und deswegen sind Rasierer für mich ein Frühlings-Must-Have, denn ohne die Beine rasiert zu haben oder die Achseln rasiert zu haben oder andere Körperstellen, ja, fühle ich mich halt im Frühling einfach nicht wohl und deswegen ist das für mich ein absolutes Frühlings-Must-Have. Aufgabe Nummer 4 fand ich auch irgendwie total schwer. Das sieht nach Frühling aus. Ja, geht mal im DM-Markt und sucht mal irgendetwas, was nach Frühling aussieht. Also nach Frühling riechen, natürlich gibt es bestimmt tausend Dinge, aber das, was nach Frühling aussieht, oh mein Gott. Ja, ich war dann am Stand mit den ganzen Osterartikeln, aber ja gut, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen, glaube ich. Deswegen habe ich mich dann entschieden für diese Balea Schaumseife. Weil ich finde, dieses Design ist mehr als Frühling. Mit Schmetterlingen und Blumen und Grün und Rosa, das sind so Frühlingsfarben. Und ich fand das irgendwie voll frühlingsmäßig, dass das wirklich sehr nach Frühling aussieht. Und ich glaube, wenn man diese Seife ins Badezimmer, ans Waschbecken stellt, hat man gleich Frühlingsfeeling im Bad. Und deswegen ist das für mich das Produkt zur Aufgabe Nummer 4. Sieht nach Frühling aus. Aufgabe Nummer 5 war, einen Blush für den Frühling zu kaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so der Kosmetik-, Schmink-Legistheniker. Also ich habe ja damit überhaupt nicht so viel am Hut und ich wusste auch gar nicht, dass die das Sortiment umstellen, dass es also wirklich so Frühlingssortiment, Sommersortiment, Herbst- und Wintersortiment gibt. Ich wusste es nicht, aber ich habe einen Blush gefunden. Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes kaufen, aber wie gesagt, mein DM-Markt war irgendwie noch nicht auf Frühling eingestellt. Deswegen habe ich mich dann hier für diesen entschieden von Essence. Diesen Mosaik-Blush. Ja, der sah für mich am frühlingshaften aus, weil der einfach so, ja, nicht zu so dunkel ist, sondern was frischer, was so ein bisschen an Blumen erinnert, finde ich. Deswegen habe ich mich für diesen hier entschieden. Das ist The Berry Connection, die Nummer 40. Und ich finde, ich habe die Aufgabe eigentlich ganz gut gelöst. Ja. Aufgabe Nummer 6. Dieses Essen muss unbedingt mit. Ja, ich habe etwas, was ich im DM-Markt immer kaufen muss. Also zu essen. Ich gehe nie im DM-Markt einkaufen, ohne mir das zu kaufen. Und zwar dieses hier. Ich liebe diese Knabbertiere von der DM-Biomarke. Ja, die sind jetzt mit Salz, sehe ich gerade. Ich esse die eigentlich immer mit Sesam. Ich habe jetzt die falschen gekauft. Ja, aber ich esse sie auch. Also das ist jetzt kein Problem. Aber das ist so das Essen, was für mich immer mit muss. Aufgabe Nummer 8 war eine Aufgabe, die ich mir überlegt habe und die war, also ich habe mir im DM-Markt gewünscht, sie nicht überlegt zu haben. Ein untypisches Drogerieprodukt. Ja, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung, denn nicht ich bin darauf gekommen, sondern der Tobias. Der ist dann da mit mir zusammen rumgelaufen und wir haben überlegt und geguckt und der sagte irgendwann, weißt du was, Mama, ich habe da eben was gesehen. Dafür würde ich niemals zum DM-Markt fahren, um das dort zu kaufen. Und ja, er hat recht. Ich würde niemals im DM-Markt Nudeln kaufen. Also ich würde jetzt nicht extra zum DM-Markt fahren, um Nudeln zu kaufen. Und deswegen ist das hier für mich ein untypisches Drogerieprodukt. Ja, und ich finde, ich habe die Aufgabe mit meinem Sohn zusammen doch gut gelöst. Aufgabe Nummer 9, also die vorletzte Aufgabe, habe ich mir überlegt und habe mir gedacht, meine Güte, ey, was hast du dir nur dabei gedacht? Etwas, das du nur im Frühling kaufst. Ja, es gibt gewisse Dinge, die ich wirklich nur im Frühling kaufe, aber halt nicht im DM-Markt. Und so bin ich durch den DM-Markt gelaufen mit meinem Sohn zusammen und habe etwas gesucht, was ich wirklich nur im Frühling kaufe. Und irgendwann ist mir dann eingefallen, dass ich mal zu Hause, als ich im DM-Online-Shop unterwegs war, etwas gesehen habe, was ich mir tatsächlich nur im Frühling kaufen würde und hoffte, dass es das jetzt nicht nur online gibt, sondern eben auch im DM-Markt selber. Und ich bin fündig geworden, Gott sei Dank. Denn ich habe mich dafür entschieden, für ein Bio-Saatgut, und zwar sind das für essbare Blüten. Genau. Und ich bin nämlich ein Mensch, der wirklich nur im Frühling Blumen, Kräuter oder generell irgendetwas anpflanzt. Und deswegen war das für mich das Produkt zur der Aufgabe 9, etwas, was du nur im Frühling kaufst.
Und hier ist nämlich auch die beste Aussaatzeit März bis Juni. Und das ist Frühling. Das kann man nur im Frühling kaufen. Und deswegen habe ich mich dann eben für dieses hier entschieden. Und somit kommen wir auch schon zur letzten Aufgabe. Aufgabe Nummer 10. Das brauchst du für den Frühjahrsputz. Und natürlich hätte ich jetzt in der Putzabteilung im DM-Markt alles kaufen können, denn ich brauche eigentlich alles, womit man sauber machen kann für den Frühjahrsputz. Aber ich musste mich halt für eine Sache entscheiden. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem, was ich dann jetzt da gekauft habe, aber ich brauche das eben auch zum Frühjahrsputz. Und zwar einmal Handschuhe, also total langweilig. Aber wie gesagt, ich brauche Handschuhe für den Frühjahrsputz, generell eigentlich für alles, was ich hier sauber mache und putze. Deswegen, weil die halt auch leer gegangen sind und ich demnächst mit dem Frühjahrsputz anfangen möchte, habe ich mich halt für diese Einmalhandschuhe entschieden. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht ganz so zufrieden. Vielleicht hätte ich doch etwas anderes kaufen sollen. Aber ich habe jetzt nur mal das gekauft für die Aufgabe Nummer 10. Und ja, ich finde, ich habe es doch ganz gut gemeistert. So, ihr Lieben, das war meine DM-Challenge. Ich bin ganz zufrieden. Mit einigen Produkten mehr, mit den anderen etwas weniger. Ich hoffe, ich habe die Aufgaben gut gemeistert. Ich bin mega gespannt, wie Katrin das alles so gemeistert hat. Da werde ich jetzt gleich im Anschluss nämlich direkt mal gucken gehen. Ihr hoffentlich auch. Deswegen werde ich euch jetzt hier ihr Video verlinken, sodass ihr dann gleich mit einem Klick direkt bei ihr landet. Aber ich habe vorher noch etwas zu sagen. Wir wissen natürlich, dass es diese Art von Challenge schon 100.000-fach auf YouTube gibt. Aber wir wären natürlich nicht Katrin und Daniela, wenn wir uns dann nicht etwas überlegt hätten. Denn wir sind nicht 0815 und kopieren einfach. Nein, wir haben uns etwas überlegt, denn wir möchten dem Ganzen so ein bisschen etwas Neues einhauchen. Genau, ein neues Leben einhauchen. Und wir haben uns überlegt, dass jeder von uns jetzt zwei YouTuberinnen nominiert, die eben auch diese Challenge mit genau diesen Aufgaben erledigen muss. Ja. Und zwar nominiere ich zuallererst die liebe Sabine von Kosmetikbiene. Ich hoffe, du hast Spaß und freust dich. Und Daniela von Daniela for Family. Ja, und auch bei dir, hoffe ich, habe ich die richtige Wahl getroffen. Und du wirst das jetzt mit Liebe und Freude und Begeisterung erledigen. Die Aufgaben zu dieser Challenge findet ihr unten in der Infobox. Ich bin wirklich so gespannt, wie ihr das alles so meistert. Weil, wie gesagt, ich fand einige Aufgaben echt tricky. Ja. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, weil ich gehe nämlich jetzt zur Katrin rüber und werde mir ihr Video zu dieser Challenge anschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!